Moin Hamburg, hallo Autosummit. Freut mich, dass ich heute hier in meiner Lieblingsstadt mit euch gemeinsam über mein Lieblingsthema sprechen kann, und zwar Innovation und Transformation. Mein Name ist Malte Schönfeld und ich arbeite in der Audi Denkwerkstatt als Venture Developer in Berlin. Die heutige Präsentation ist in drei Teile eingeteilt. Das erste ist, warum machen wir das Ganze eigentlich? Der zweite Teil ist, wie machen wir das Ganze? Und der dritte Teil ist, was machen wir eigentlich und was kommt dabei raus? Ich starte mit dem Warum. Und zwar leben wir gerade in einer Welt der großen Veränderungen. Das kriegen wir tagtäglich mit, wenn wir in die Nachrichten schauen. Die großen Automobilhersteller verändern sich von klassisch Automobilproduktion hin zu Mobility-Providern. Darüber hinaus gibt es jeden Tag neue disruptive Technologien, die unser Leben ändern. Dazu kommt, dass eine neue junge Generation, Generation Z und Generation Alpha, neue Werte mit sich bringt. Für uns als Audi bedeutet das neue Challenges. Und zwar, dass der Innovationsdruck von außen extrem zunimmt. Durch die sogenannten neuen Tech-Player und natürlich auch durch die Startups, die mit dazukommen. Darüber hinaus werden die Innovationszyklen immer kürzer und sind viel, viel kürzer als im klassischen Automobilprozess. Und auch natürlich bietet das neue digitale Business nur noch eine kleine Möglichkeit, ein Window of Opportunity, um zu handeln. Wir in der Audi Denkwerkstatt möchten uns diesen Herausforderungen stellen und sie in Möglichkeiten wandeln. Das bedeutet, wir müssen einen neuen Mindset schaffen. Und dieser neue Mindset bedeutet, dass wir eine gewisse Geschwindigkeit erreichen und unseren Teams, mit denen wir zusammen diese neuen digitalen, nachhaltigen Geschäftsmodelle aufbauen, eine gewisse Freiheit geben. Wir sehen uns als Brückenbilder zwischen auf der einen Seite dem Startup-Ecosystem und dem Mutterschiff der Audi AG. Und beide Seiten haben ihre Berechtigung. Auf der einen Seite haben wir natürlich den klassischen OEM, der gewisse Vorteile mit sich bringt, wie zum Beispiel stabile Prozesse, finanzielle Power und darüber hinaus natürlich auch ein Hang zu Perfektion, gepaart mit einem globalen Netzwerk. Auf der anderen Seite das Startup-Ecosystem, was einen stark agierenden Mindset mit sich bringt, einen hundertprozentigen Kundenfokus und darüber hinaus natürlich auch eine ungeheure Geschwindigkeit. Wo kommen wir her? Wir sind damals gestartet, vor über 5 Jahren in Berlin, und sind ins kalte Wasser gesprungen. Was meine ich damit, ins kalte Wasser gesprungen? Wir sind in einen Coworking-Space eingezogen und hatten viele Herausforderungen. Wir waren damals ein Team von 20 Leuten, hatten eine Doppelspitze von 2 Führungskräften, was zu der Zeit schon sehr, sehr innovativ war, und hatten fairerweise, ehrlich gesagt, gar nicht viel Plan von Startups und wie das überhaupt funktioniert. Eine weitere Herausforderung, die wir hatten, war, dass es keine festen Prozesse gab, um die Startups bei uns anzudocken. Die Idee, die wir damals entwickelt haben, war, ein Intrapreneurship-Programm aufzusetzen. Und dieses Intrapreneurship-Programm ermöglicht uns, Mitarbeiter, die für eine gewisse Zeit nach Berlin kommen, mit den Startups zu verknüpfen, einen agilen Mindset aufzubauen, um im Anschluss ein eigenes Venture zu gründen, beziehungsweise für die, wo es nicht geklappt hat, zurück ins Unternehmen zu gehen und den agilen Mindset, die Methodiken und das Netzwerk in die Geschäftsbereiche mit zurückzutragen. Wie funktioniert das Ganze? Als erstes haben wir uns eine eigene Vision als Audi Denkwerkstatt aufgebaut. Wir möchten gerne Menschen den Raum und die Zeit geben, das Bestmögliche daraus zu holen. Und das Ziel, was wir mit unserer Mission verfolgen, ist, neue, digitale, nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen. Unser Team in Berlin ist recht klein, wie ihr sehen könnt, und wir haben alle gewisse Rollen im Team. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Auf der einen Seite haben wir eine klare Vision, eine klare Mission, und unser Team besteht aus verschiedenen Charakteren, die sehr divers besetzt sind. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite Leute aus allen Geschäftsbereichen, wir sind interdisziplinär aufgestellt. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass die Rollen, die in dem Team besetzt sind, sehr verschieden sind. Wir haben natürlich eine Kollegin, die sich um die Strategie und um die zukünftige Ausrichtung der Denkwerkstatt kümmert. Wir haben Venture Developer, die die Teams betreuen, die zu uns kommen und mit ihnen die neuen Geschäftsmodelle aufbauen. Wir haben Kommunikation bei uns im Team. Und all das führt dazu,
dass wir uns selber als High-Performance-Team bezeichnen. Und es gibt gewisse Merkmale für ein High-Performance-Team. Und nicht nur wir selber würden uns als High-Performance-Team bezeichnen, sondern wir versuchen auch, die Teams, die zu uns kommen, zu enablen, dass sie selber als High-Performance-Team auftreten können. Und dafür gibt es gewisse Charakteristika. Das erste ist Vertrauen. Vertrauen ist grundlegend wichtig im Team. Wenn man kein Vertrauen hat, dann wird es schon mal schwierig, sage ich mal. Und das Vertrauen führt dazu, dass man zu einer gewissen Fehlerkultur steht. Und das bedeutet auch, dass man Fehler zulassen kann. Und diesen Mindset versuchen wir bei uns im Team, aber auch mit den Teams, mit denen wir arbeiten, zu leben. Darüber hinaus, der zweite Punkt ist Größe. Eine kleine Größe macht einen extrem agil, flexibel und schnell. Es führt dazu, dass schnelle, dezentrale Entscheidungen getroffen werden können, was, wie ihr ja am Anfang gehört habt, eine der Hauptherausforderungen in der heutigen Zeit ist. Darüber hinaus haben wir eine geteilte Vision, die jeder im Team kennt. Das bedeutet gerade in Remote-Zeiten extrem wichtig und hilft uns dabei, unsere Ziele zu verfolgen. Und die Diversität, die ich ja auch schon angesprochen habe, wir haben Input von allen möglichen, Kollegen, die sozusagen diesen Input aus den, mit ihren Skills, aber auch mit ihren Hintergründen, die sie mit sich bringen, ins Team reinbringen. Das führt zu einigen Diskussionen, hilft aber, dass am Ende dabei ein gutes Produkt rauskommt. Deswegen teilen wir einen gewissen Mindset und der Mindset ist, dass wir eine Passion for Mobility mitbringen. Und das Ganze beruht darauf, dass wir eine gewisse Diversität im Team haben. Wie funktioniert das Entrepreneurship-Programm bei uns? Zweimal im Jahr haben wir einen sogenannten Kennenlerntag. Wir scouten Kollegen aus dem gesamten Konzern, der Audi AG, aus allen Geschäftsbereichen. Wir haben im Schnitt 50 Bewerber, laden zu dem Kennenlerntag 25 Bewerber ein, um final 15 Bewerber auszusuchen, die in dem Programm starten. In dem Programm selber werden die Teilnehmer von uns als Resident-Team dabei unterstützt, ein gewisses Netzwerk zu den Startups aufzubauen und darüber hinaus natürlich auch mit agilen Methoden ausgestattet. Wir helfen ihnen dabei, dass unser Ziel, neue digitale, nachhaltige Geschäftsmodelle zu gründen, erfolgt werden kann. Für die Teams, wo es nicht funktioniert, haben wir auch etwas entwickelt. Und zwar gehen die zurück in die Abteilungen, von denen sie entsandt worden sind. Und das hilft uns dabei, den Mindset zurück ins Unternehmen zu tragen. Und da gibt es eine sehr starke Alumni-Community. Wir haben inzwischen über 150 Leute durch unser Programm geschleust. Und die helfen uns natürlich auch dabei, das Netzwerk und die Methodik zurück ins Unternehmen zu tragen. Wir starten immer beim Problem des Kunden. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Jeder einzelne Batch startet mit einer How might we-Frage. Und am Anfang des Prozesses ist es so, dass wir erstmal explorieren. Das bedeutet, wir machen auf, gucken und versuchen, das Problem des Kunden zu verstehen und gehen dann in eine erste iterative Testing-Phase, um Prototypen aufzubauen, möglichst schnell und digital, um Feedback von dem Kunden zu bekommen, was wir dann wiederum ins Produkt einfließen lassen. Die drei Teams, die anfänglich bei uns starten, laufen nicht gegeneinander, sondern gegen gewisse Kriterien, die wir von Anfang an transparent kommunizieren. Das ist auch ganz wichtig, damit nicht zu ein kompetitiver Gedanke entsteht und ist hauptsächlich darauf ausgelegt, dass es am Ende der ersten Phase nach 3 Monaten ein Pitchgate gibt, was von einer divers besetzten Jury besetzt ist. Und diese divers besetzte Jury besteht aus der einen Seite aus dem Top-Management, auch aus allen Geschäftsbereichen von Audi und auf der anderen Seite aus der Start-up-Szene. Wir holen uns da Hilfe von VCs, von Company-Buildern und natürlich auch von Experten von Start-ups selber. Diese Jury entscheidet darüber, welches Team in die zweite Phase kommt. In der zweiten Phase erhöhen wir das Budget und natürlich minimieren wir dadurch das Risiko, dass Ideen, die nicht funktionieren, frühzeitig aus dem Prozess ausscheiden. Das kennt man gerade von großen Unternehmen, dass häufig Projekte sehr lange verfolgt werden. Und das versuchen wir dadurch zu vermeiden. In der zweiten Phase stecken wir mehr Entwicklungsgeld in das Prototyping und bauen einen ersten MVP auf, um im Idealfall einen Product-Market-Fit zu erzeugen. Nach weiteren 3 Monaten gibt es ein zweites Pitchgate und in diesem zweiten Pitchgate wird darüber entschieden, welches Team final in die Launchphase eintritt.
In der Launchphase geht es darum, das Startup Investment ready zu machen. Und unser Proof of Concept ist, sobald es ein externes Investment in die Idee gibt, die wir verfolgen, dann wissen wir Bescheid, okay, dann gehen sozusagen die positiven Alarmglocken bei uns an und wir wissen, okay, jetzt ist es Zeit, das Ganze auszugründen. Das Ganze, wie gesagt, hilft uns dabei, die Unsicherheit und die Risikobereitschaft oder das Risiko zu minimieren. Gerade anfänglich im Early-Stage-Bereich ist es natürlich so, dass noch ein hohes Risiko da ist. Und der Prozess hilft uns dabei, die Ideen bzw. die Ventures auszugründen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie im Markt auch wirklich was werden und wachsen und skalieren können. Das heißt, wir haben einen skalierbaren Innovationsprozess aufgebaut und hier nochmal zusammenfassend, wie das Ganze funktioniert. Auf der einen Seite ist der Innovationsprozess, hilft uns dabei, die Unsicherheit zu reduzieren. Zum Zweiten gibt es kleine Investmentsummen in die Prototypen, was uns dabei hilft, einfach die Kosten zu reduzieren. Und wir lassen die Ideen, die nicht vielversprechend sind, sehr frühzeitig los. Darüber hinaus gucken wir natürlich, dass es einen Strategic Fit zu der Audi AG gibt, weil die Anbindung natürlich an unser Mutterschiff extrem wichtig ist. Das heißt, wir achten auch darauf, dass es bei den einzelnen Ideen einen Unfair Advantage gibt. Das bedeutet, wir enablen sozusagen und validieren am Anfang sehr, sehr stark. Das Ganze am Anfang noch qualitativ, später im Prozess wird es quantitativ und wir gehen eher in die Breite. Genau, und wir stellen uns am Anfang immer drei Fragen. Das eine ist, und das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, klassisch Lean Startup, sind wir die Richtigen, die das Problem lösen können, beziehungsweise ist es ein real existierender Painpoint beim Kunden, den wir dort gefunden haben. Das zweite ist das Geschäftsmodell rentabel? Und die dritte Frage ist, gibt es eine technische Lösung dafür? Die technische Lösung müssen wir nicht unbedingt selber entwickeln und das ist auch der Moment, wo die Startups ins Spiel kommen. Das heißt, wir gucken, ob es eine Technologie vielleicht draußen in dem Markt gibt und unsere Aufgabe ist es, die Startups mit den Kollegen, die zu uns kommen, zu vernetzen. Kleine Teams bedeutet auch begrenzte Ressourcen und begrenzte Ressourcen bedeutet auch, man muss lernen zu priorisieren. Wir fangen an, Annahmen aufzubauen und diese kritischen Annahmen sind auch wiederum in diese drei Bereiche aufgeteilt. Technische Annahmen, Kundenannahmen und Geschäftsmodellannahmen. Die Annahmen, die am kritischsten sind und die Annahmen, über die wir am allerwenigsten wissen, sind die Annahmen, die wir am Anfang als allererstes vertesten. Und für jeden einzelnen Test oder für jedes einzelne Experiment setzen wir ein eigenes Verfahren auf, um sauber validieren zu können, ob das Experiment falsifiziert oder verifiziert ist. Genau. Wir sind inzwischen sehr, sehr gut in der Ideation. Wir starten immer klassisch nach dem Onboarding der Teams mit einem Design-Sprint. Und wie gesagt, die Annahmen helfen uns dabei, einen klaren Fokus zu setzen. Auch das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, Build-Measure-Learn-Prozess, auch Lean Startup. Das bedeutet, wir fangen an, einen Prototypen aufzubauen, vertesten diesen Prototypen mit der potenziellen Zielgruppe, bekommen ein erstes Feedback auf den Prototypen. Ganz wichtig, im Anschluss daraus die Nuggets sich rauszuholen, beziehungsweise die Learnings, um in eine neue Iterationsschleife zu gehen, um zu gucken, ob die Hypothesen, die man am Anfang aufgestellt hat, verifiziert oder falsifiziert werden können. Genau, nach einer gewissen Zeit schauen wir auch retrospektiv darauf, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen und was können wir noch besser machen. Das machen wir so circa alle 2 Wochen, wir selber als Team, aber auch mit den Teams, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das hilft uns dabei, die Prozesse, die wir aufsetzen, stetig zu verbessern. Wir sitzen in Berlin und dafür gibt es einen Grund. Sorry Hamburg, ich bin gebürtiger Hamburger, ich darf das sagen. Berlin ist momentan das Heartland der digitalen Startup-Szene. Ich weiß, es gibt auch viele spannende Startups in Hamburg, keine Frage. Wir haben uns für Berlin entschieden und das hat mehrere Gründe. Ich hatte anfangs erwähnt, wir sitzen in einem Coworking-Space und zwar der Factory, die es seit circa einem Jahr auch in Hamburg gibt. Und jeder, der die nicht kennt, kann ich nur absolut empfehlen, da mal vorbeizugucken. Die Factory hat inzwischen über 5000 aktive Mitglieder.
aus über 90 Nationalitäten. In der Factory sitzen über 400 plus Startups. Und das hilft uns dabei natürlich, ein Netzwerk aufzubauen auf der einen Seite, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man Open Innovation in der Firma fördern will. Und darüber hinaus hilft es uns aber auch, für die Entrepreneur-Teams in Kontakt mit Startups zu kommen. Die Factory hat auch viele Innovatoren, viele Artists, Female-Founder-Programme. Also guckt euch unbedingt mal die Factory an der Stelle ein bisschen Werbung. Neben der Factory haben wir auch ein Digital Roundtable in Berlin ins Leben gerufen, der uns dabei hilft, mit den anderen digitalen Initiativen in Berlin zu verknüpfen. Und sorry, wenn auf dem Chart vielleicht einige fehlen. Wie ihr wisst, ist die ganze Szene extrem schnell. Sorry für alle Kollegen, die da jetzt vielleicht nicht draufstehen. Aber der Digital Roundtable hilft uns dabei, einfach uns miteinander zu vernetzen und so die Herausforderungen, die die gewissen verschiedenen digitalen Hubs haben, miteinander zu lösen. Genau. Zusammengefasst, die Audi Denkwerkstatt hat ein starkes Netzwerk aufgebaut, was aus erfahrenen Gründern, Innovatoren, Venture Capitalists und natürlich auch Company Buildern entsteht. Und was machen wir eigentlich? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von einem Startup, was wir 2017 ausgegründet haben, Surf Mobility. Das ist eine spannende Geschichte. Und zwar seht ihr hier den ersten Prototypen von Surf Mobility. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, was ist das, so Lego-Modell? Der Vorteil, den wir hatten, der Prototyp hat uns noch nicht mal 20 Euro gekostet. Und er hat uns dabei geholfen, ein erstes Kundenfeedback einzuholen. Das Problem, was wir damals identifiziert haben, war, dass es 2017 in der Stadt extrem schwierig war, eine Ladesäule für Elektroautos zu finden. Also war unsere Idee, das Ganze umzudrehen und die Ladesäule zum Kunden zu bringen. Was ihr hier seht, ist ein Service. Und die Idee, die da entstanden ist, war, dass ein Fahrradfahrer mit einem Anhänger, mit einer kleinen Batterie hinten drauf zum Elektroauto fährt und das Ganze lädt. Da gab es einige Herausforderungen, auch interne Herausforderungen, aber das Kundenfeedback, was wir von außen eingesammelt haben, war enorm. Die zweite Iterationsstufe, die wir aufgebaut haben, seht ihr hier. Wir haben einen Film gedreht und auch hier wieder, wir haben nicht mehr als 100 Euro für diesen Prototypen aufgegeben. Wir haben uns eine Kiste im Baumarkt geholt, haben die angesprüht, haben den Projektnamen draufgeschrieben, haben die mit dem Elektrokabel verknüpft und haben einen kleinen Film gedreht, wie dieser Service funktioniert. Das Ganze haben wir dann in der zweiten Phase in einer Landingpage scharf gestaltet. Das bedeutet, wir haben sozusagen gezeigt, wie der Service funktioniert, um das Ganze quantitativ abzutesten. Das Feedback war enorm. Wir haben sehr, sehr positives Feedback auf die Idee und auf den Service bekommen. Das heißt, es war vom Kunden her und vom Kundenverständnis wurde das Projekt sehr, sehr gut angenommen. Chargery hat sich sehr schnell entwickelt und ist von ursprünglich drei Mitarbeitern auf über 600 innerhalb von 3 Jahren skaliert. Also ein sehr, sehr positives Beispiel für Open Innovation. Auch da muss man vielleicht noch eine kleine Randgeschichte dazu erzählen. Uns fehlte klassischerweise der CTO. Und den CTO haben wir auch über unser Netzwerk in der Factory gefunden. Chargery hatte ursprünglich mit einer B2C-Idee gestartet und auch dort iterativ sich weiterentwickelt zu einem B2B-Full-Service-Provider für elektrische Flotten. Leider ist Chargery dieses Jahr insolvent gegangen. Und auch da muss man natürlich sagen, gab es natürlich kritische Stimmen. Auf der anderen Seite konnten wir über die 3 Jahre sehr, sehr wertvolle Learnings einsammeln. Und zwar haben wir verstanden, wie Daten aufgebaut werden, wie man Daten handeln kann. Wir haben gelernt, das Kundenfeedback mit einzubauen und haben natürlich über die Skalierbarkeit eines Ventures viel gelernt. Das heißt, auch da geht es am Ende darum, aus Fehlern zu lernen. Ein zweites Beispiel, was ich euch heute gerne zeigen möchte, ist EcoMove. Und zwar hat EcoMove die Vision, jedem zugänglich zu machen, wie sein CO2-Footprint ist, um am Ende die große Herausforderung des Klimawandels anzugehen. Dafür haben wir eine App aufgebaut, die den CO2-Mobility-Footprint tracken kann und hilft, anhand eines Indexes den eigenen Footprint zu verstehen.
Im zweiten Schritt gibt es die Möglichkeit, die Emissionen, die entstehen durch Gamification, durch kleine Challenges, die man bekommt, zu reduzieren, um im letzten Schritt die Emissionen, die man nicht vermeiden kann, zu offsetten. Ähnlich wie man das auch von Flügen kennt. Genau. Und die Frage ist, haben wir Traction? Ja, haben wir. Wir wurden 2020 zweimal in Folge als bestes Innovation Lab in Deutschland ausgezeichnet von der Capital. Wir haben über 20 verschiedene neue Geschäftsmodelle bei uns aufgebaut, einige Spin-ins, einige Spin-offs und haben über 150 Innovatoren aus der eigenen Firma durch das Programm begleitet. Darüber hinaus haben wir unzählige Cross-Industry-Kontakte aufgebaut, was natürlich auch das Unternehmen extrem voranbringt. Zum Schluss zusammenfassend würde ich gerne nochmal die Key-Takeaways euch mitgeben. Und zwar als allererstes das Learning, was wir die letzten 5 Jahre eingesammelt haben. Nichts funktioniert ohne ein gutes Team. Das bedeutet Team first. Ein gutes Team kann aus einer schlechten Idee was zaubern, was super Gutes machen. Und wenn es den gewissen Mindset mitbringt, wenn man sie enabled, wenn man es schafft, dem Team das Vertrauen zu geben, was es braucht und die Diversität ins Team bringt. Darüber hinaus ist ein starkes Netzwerk entscheidend. Und auch das war für uns erstmal eine große Herausforderung, in einen Coworking-Space zu gehen, die Netzwerke aufzubauen. Aber wenn man das geschafft hat, kann man Open Innovation innerhalb der Firma sehr gut voranbringen. Weil genau darum geht es, im Bereich Horizon 3 neue Geschäftsmodelle aufzubauen, unerlässlich. Und darüber hinaus natürlich auch einen agilen Mindset. Das bedeutet, 100% Customer-Focus zu arbeiten, Human-Centricity-Design. Wenn man all das zusammenfasst, dann schafft man es, die digitale Transformation in seinem Unternehmen gut voranzubringen. Ich hoffe, Hamburg, dass ich mein Lieblingsthema auch zu eurem Lieblingsthema machen konnte und wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dem Autosummit. Tschüss, bis bald. Malte, Malte, Malte. Komm, wir gehen noch mal zur Mitte zusammen. Ja, sehr gerne. Ihr beide gemeinsam. Zusammen ist alles besser. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Im Team machen Sachen mehr Spaß. Du kennst dich aus mit Teambuilding, mit guten Teams. Verrat uns doch mal, was macht denn für dich ein starkes Team aus? Hast du Tipps für uns? Methoden, zwecks Teambuilding, Maßnahmen? Also wenn nicht du, wer dann? Ja, wenn nicht du, wer dann? Das ist eine gute Frage, vielen Dank dafür. Gerne. Ein paar habe ich ja heute auf jeden Fall schon genannt. Und ich glaube, wie gesagt, Vertrauen in dem Team aufzubauen, ist erstmal das Allerwichtigste. Und das ist die Basis für alles Weitere. Und Vertrauen schafft man dadurch, indem man seinen Teams gewisse Freiheiten gibt. Und das bedeutet natürlich auch Verantwortung. Und wenn man das erreicht, dann merkt man, wie schnell die Teams selber ins Arbeiten kommen. Und wenn man ihnen selber nicht die Vorgaben macht, sondern das Team entscheiden lässt, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger, entscheidender Punkt an der Stelle. Also das unternehmerische Denken quasi im Team fördern, in dem einzelnen Mitarbeiter fördern? Genau. Vertrauen fördern, Verantwortung fördern. Das hilft auf jeden Fall dabei, starke und schnelle Teams aufzubauen. Vielen Dank dafür. Aber ich habe mir ziemlich viele Fragen notiert, weil das ist ein sehr spannendes Thema. Ich komme ja selber aus Berlin, habe selber auch in vielen Startups gearbeitet. Deswegen, wie sieht überhaupt so das Startup-Ökosystem bei euch aus? Ihr seid in der Factory. Ja. Wie ist das Arbeiten da miteinander? Ich meine, ihr habt da 400 verschiedene Startups. Wie sieht das denn in der Realität aus? Wie connectet man sich denn da überhaupt? Ja. Also wie gesagt, wir sitzen in der Factory und da sitzen wir nicht, weil es ein fancy Space ist mit einem Bällebad, sondern das Ganze läuft über die Menschen. Und die Menschen, die dort arbeiten, haben einen gewissen Mindset. Die sind offen, sich miteinander zu treffen. Wir sind über Slack vernetzt. Das heißt, es gibt verschiedene Gruppen in Slack, eine Nachhaltigkeitsgruppe, eine Mobility-Gruppe, Fintech, Healthcare, you name it, alle verschiedenen Bereiche. Und egal, an welchem Thema ich arbeite, jederzeit ist jemand aus diesem Netzwerk bereit, sich sehr schnell mit mir auszutauschen. Das hilft uns natürlich extrem dabei, Projekte voranzutreiben. Und letztendlich geht es um ein gewisses Mindset, was uns alle dort miteinander verbindet. Und das macht uns schnell. Das macht euch schnell. Das ist spannend. Ich hatte mir noch notiert, okay, wie gehst du mit dem Scheitern von Startups um? Das ist allgegenwärtig in der Startup-Szene. Das hast du jetzt an einem guten Beispiel gezeigt. Das würde ich da mal überspringen. Was mich
oder was euch hoffentlich auch noch interessiert. Du hast gesagt, da werden aus 25 Mitarbeitern, also werden 25 ja. vorsortiert, daraus werden 15 ausgewählt, die circa 3 Monate bis zum ersten Pitchgate ja. bei euch bleiben. Ja. Nun gut, dann ist das Pitchgate und dann kommen die zurück ja. nach Ingolstadt. Was passiert denn dann mit denen und ja. deren Teams da ja. vor Ort? Ich würde gerne noch mal ein bisschen vorne anfangen, weil ich glaube, ich habe es gerade gar nicht erzählt. Neben dem Co-Living haben wir auch ein Coworking haben wir auch ein Co-Living-Konzept. Das bedeutet, die Leute, die zu uns kommen, die wohnen auch alle zusammen in einem Haus. Ich selber habe mir auch mit 3 Kollegen über 2 Jahre lang in einer WG gewohnt, was einige Herausforderungen mit sich bringt, könnt ihr euch vorstellen, wenn man ein gemeinsames Bad und eine gemeinsame Küche hat. Oh ja. Das Ganze hilft uns aber extrem dabei, ein gewisses Mindset zu entfachen. Und natürlich verändert das die Leute auch, weil es ist was anderes, sage ich mal, wenn man einen klassischen Wasserfallprozess gewohnt ist und eher hierarchisches Arbeiten kennt, plötzlich so viel Verantwortung und Freiheiten zu bekommen. Was es mit den Menschen macht, ist, es verändert sie. Aber es bringt ihnen auch extrem positiv, oder es bringt sie eigentlich nur, zumindest das, was ich kennengelernt habe, viel Positives mit sich. Der Mindset ändert sich, plötzlich ist man dafür offen, mit anderen Industrien Kontakt aufzunehmen. Man kommt energiegeladen und mit sehr vielen Impulsen zurück. Und das Ganze hilft uns natürlich dabei, das Alumni-Netzwerk als Enabler zu sehen, als Enabler für Methoden, als Enabler für das Netzwerk und diese Passion auch wieder zurück ins Unternehmen zu tragen. Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen an Malte habt, der ist ja auch noch bei der Veranstaltung, genau. noch eine Weile zugegen, ja. oder? Also auf jeden Fall, ich freue mich über das Vernetzen. Ich bin noch ein bisschen hier, freue mich gerne mit euch in Kontakt zu treten. Herzlichen Dank und großen Applaus für Malte. Oh.